Aber wir lassen uns nicht beirren. Ich erzähle Ihnen hier weiter meine Sicht der Grundlagen der Informatik. Und ich hoffe, dass Sie in den letzten Wochen ein paar Grundbegriffe des Programmierens gesehen haben, des imperativen Programmierens bisher, wo wir also das, was wir tun wollen, im Programm, mit einem Programm, aufschreiben, sequenziell war ja ein wichtiger Begriff. Wir werden natürlich noch weiter Programme anschauen und auch im nächsten großen Kapitel dann algorithmische Elemente anschauen, die man beim imperativen, aber auch bei diesem reaktiven Programmieren hier gut benutzen kann. Und was ich hier jetzt in diesem doch kürzeren Abschnitt erzählen möchte, ist, wie man auf so einem Substrat von Funktionen, die im Webbrowser zur Verfügung gestellt werden, durchaus komplexe Funktionen, die da von jemand anders für Sie programmiert sind oder für uns programmiert sind, wie man darauf ein Programm, eine Benutzeroberfläche und dann auch ein bisschen Programmfunktionalität innen drin erzeugen kann, programmieren kann, das weniger diesen klaren Blick hat auf das, was jetzt eins nach dem anderen passiert, weniger die Sache mit dem Kuchenrezept, das hier ist vielleicht mehr die Sache von jemandem, der bedient, wenn man das mit dem richtigen Leben vergleichen will, jemand, der hinter einer Theke steht und wenn ein Kunde vorbeikommt, ihm was gibt. Nun, der Kunde ist in unserem Fall hier, ich brauche noch den Laser, der Kunde ist in unserem Fall hier ein Benutzer, der hier vor dem Bildschirm vom Browser sitzt. Und in diesem Browser drin, der läuft natürlich auf Ihrem Arbeitsplatzrechner, das kann aber auch ein Laptop sein, das kann so ein Pad sein, oder da muss nicht mal ein richtiges volles Betriebssystem laufen. Von Google gibt es ja auch so ein Computer, sagen wir mal, der im Wesentlichen um den Browser Chrome drumherum gebaut ist. Ne? Chromebook heißt es, glaube ich. Und in diesen Browsern kann man schon fast die gesamte Funktionalität von einem normalen Rechner zur Verfügung stellen. Ja, der ist vielleicht beim Simulieren von numerischen, von physikalischen Prozessen, sagen wir lieber, bei dem Berechnen von irgendwelchen numerischen Algorithmen ein wenig langsam und da wollen wir es auch nicht benutzen, aber für so eine Mediathek oder fürs Internet browsen, Zeitung lesen und solche Dinge, ist das prima geeignet, auch zum Shopping. Ich meine, jeder, der mal im Internet eingekauft hat, hat mit so einem reaktiven Programm zu tun gehabt. Und über das Ausführungsmodell, über das, was da im Browser passiert, da möchte ich ein bisschen sprechen. Also, die Benutzungsoberfläche, die wird geholt. Wir sagen, wir wollen zum Beispiel zu einem Shop hingehen oder wir wollen uns unseren Kalender anschauen auf irgendeinem Server mit der Kalender-Applikation. Dann tippen wir die URL, also den Uniform Resource Locator, für diese Seite, die zum Beispiel unseren Kalender hat, ein. Und der HTTP-Request, den wir jetzt hier nicht so intensiv studieren wollen, der wird übers Internet zu einem Server geschickt. Hier unten habe ich noch den Server. Wir sprechen dann gleich auch noch ein bisschen darüber. Und der Server antwortet dann mit einer HTML-Seite. Und diese HTML-Seite, die wird hier drin, an dieser Stelle, im Browser, der HTML-Seitenbeschreibung, die da kommt, die wird in eine Datenstruktur übersetzt.
die Dokumentenstruktur, die liegt hier dann. Und der Renderer, der holt sich immer die Dokumentenstruktur und macht daraus Grafik, die er auf dem Bildschirm anzeigt. Das ist das, was Sie als Webseite sehen. Also wenn wir hier oben unsere URL eintippen, dann kommt hier eine HTML-Seite zurück, wird angezeigt. Aber mit vielen HTML-Seiten, ich meine, klassisch war das schon immer so beim Web, dass hier eine HTML-Seite kam, angucken. Aber auch klassisch kamen da keine Programme mit, nur eine grafische Beschreibung von dieser Seite, Text und ein bisschen Bilder und sowas. Und die Programme, die hier mitkommen heutzutage, die werden in der Script Engine, die ebenfalls hier in Ihrem Browser läuft, ausgeführt. Hier drin. Und diese Programme, die können ganz einfach sein, zeig mal ein Menü oder rechne mal eine Kleinigkeit. Die können aber auch komplizierter sein. Und wenn man sich Google Maps anguckt, sind diese Programme schon ganz schön kräftig und auch groß. Also jedenfalls werden die hier reingeladen. Und weil es ein reaktives Programmieren ist mit dem JavaScript, sitzen die da und warten diese vielen Funktionen, die es da gibt. Oder nur ein paar. Sitzen hier und warten, bis sie einen Anreiz kriegen von außen. Den Anreiz, den liefern wir hier am User Interface. Wir fahren mit unserer Maus rum, tippen irgendwas ein und so weiter. Das, was wir eintippen, das geht hier in diese Interaktionskomponente im Browser. Der passt auf Ihre Tastatur auf, der schaut, was die Maus macht und so weiter. Und wenn er feststellt, das ist jetzt ein Mausklick oder eine Taste ist gedrückt worden, dann gibt er das, analysiert er das, eventuell schickt er wieder einen HTTP-Request. Aber er kann sich auch entscheiden, dass er das dieser Script Engine gibt. Und die Script Engine selber ändert dann diese Programme, die wir hier geschrieben haben, diese Funktionen, ändern da was in der Dokumentenstruktur. Und weil der hier, der Renderer, die ganze reinschicken, abholen, anzeigen, reinschicken, abholen, anzeigen. Immer hier rum. Und der hier, die Interaktion, schaut, ob es das gibt und verteilt das dann entweder hierhin zurück zum Server, neue Seite holen oder hier in die Skripte rein und die Skripte ändern dann die Dokumentenstruktur. Die Skripte holen sich vielleicht sogar ein Stück vom Server neu. Wenn wir zum Beispiel was in den Warenkorb gelegt haben oder so ähnlich, dann müssen wir das natürlich dem Server mitteilen, das macht das Skript hier und dann ändert sich auch ein bisschen was hier wieder in der Dokumentenstruktur. Oder die Script Engine bei einer Kartenapplikation wird also wieder zurückgehen zum Server und die vergrößerte oder verkleinerte oder verschobene Landkarte holen. Oder die Bilder. Also das HTML mit den Grafiken, das ist eigentlich nur der Boden, auf dem diese Applikationen wachsen. Und was sie wachsen lässt, das ist das JavaScript. Auf der Serverseite brauchen wir natürlich auch was. Ich habe den Server hier so als grauen Kasten gemalt. Hier ist jetzt der Browser hier unten und der Server ist ein bisschen, ja, wir gucken mal rein in den Server. Der Server, der reagiert ja auf so Sachen wie den Request. Als erstes kommt da also eine URL rein, www.tufreiberg.de, und dann gibt es hier eine Komponente, Filter, die bereitet diesen Request ein wenig auf, arbeitet an der URL, ist ja häufig nicht ganz vollständig, wenn da also steht www.tufreiberg.de, dann wird da noch angehängt, welche Datei denn geholt werden soll. Ich muss da noch was umstellen, dass es nicht so schnell sich zu schlafen legt. Welche Datei geholt werden soll, das wird hier
eingetragen, Standards und so weiter, ein bisschen rumformatiert und so. Nicht so zentral. Und dann wird hier in diesen Kernfunktionalität von dem Webserver, also von der Webserver-Software, zum Beispiel der Apache, es kann aber auch ein anderer sein, heutzutage läuft der Apache an ganz vielen Plätzen. Der geht dann ins Dateisystem hinein, also die Festplatte wird konsultiert und auf der Festplatte eine Datei geholt. Und in diese Datei, die ist noch nicht fertig, die kann man, ist noch kein fertiges HTML heutzutage, sondern da muss noch was dran gemacht werden. Das sind HTML-Templates, in denen steht wieder ein bisschen was drin, wieder Skripte. Zum Beispiel ein Skript, um hier in der Datenbank nachzugucken und die Artikel anzuzeigen, die jetzt gerade angefordert werden. Zum Beispiel, wenn Sie die Webseite von der TU Freiberg anschauen, dann stehen ja da irgendwelche aktuellen Nachrichten hier in der Mitte und rechts steht ein bisschen was, Pressemitteilung und so weiter. Und das liegt alles hier in so einer Datenbank als aktuelle Mitteilung herum. Hier in dieser Datei, die hier also geholt wird, gibt es hier den Module Mapper und der findet zum Beispiel, dass da ein paar PHP-Skripte drin liegen. Diese PHP-Skripte, da steht zum Beispiel, hol mir die vier neuesten Mitteilungen gleich. Ne? Sie haben nur mal den Stift hochgehalten. Okay, da stehen die vier neuesten Mitteilungen der Universität zum Beispiel drin für unsere Webseite hier. Und die müssen, also da steht drin, wir wollen die vier neuesten Mitteilungen einfügen in diese Seite. Dann geht er in die Datenbank und sucht die Mitteilungen, sortiert nach Datum, rückwärts sortiert nach Datum, also das Aktuelle zuerst. Die Datenbank liefert das zurück. Das ist jetzt wieder, was die Datenbank zurückliefert, ist wieder so ein Stückchen HTML. Das wird eingefügt in diese Seite, die wir aus dem Dateisystem geholt haben. Und dann kommen, da stehen vielleicht auch noch ein paar Skripte drin. Hoffentlich stehen da noch ein paar Skripte drin, die uns helfen, auf der Webseite zu navigieren oder zum Beispiel für die Karten, um das zu verschieben oder zu vergrößern und so weiter. Wenn also das alles startklar gemacht ist, dann wird der Request wird die Response zurückgeschickt, die Antwort auf den Request und kommt hier rein. Also wir brauchen zwei Komponenten, wir brauchen einen mäßig guten Computer, mäßig kräftigen Computer, der HTML anzeigen kann und diese Programme hier ausführen kann, im Webbrowser drin. Und wir brauchen einen relativ kräftigen Server, in dem einerseits das Dateisystem läuft, mit dem Webbrowser und andererseits sowas wie eine Datenbank oder weitere externe Geräte, die man zum Beispiel aus PHP heraus ansprechen kann. PHP, ich habe das eben erwähnt, das ist auch so eine Skriptsprache. Über die wollen wir hier jetzt mal nicht so viel sprechen. Wer hat schon mal PHP geskriptet? Oh, gar keiner. Das wird wieder unmodern. Vor ein paar Jahren hat sich da immer jemand gefunden. Auf der Serverseite laufen gerne solche Skripte hier, PHP oder von Microsoft was oder das Java und Java Beans und solche Sachen hier im Server. Hier oben im Browser auf der Klientenseite, da läuft in der Regel JavaScript oder vielleicht auch mal ein Java Applet, aber die sind auch gar nicht mehr so häufig, weil das JavaScript JavaScript ist in fast jedem Browser vom Benutzer zugelassen, aber aus irgendwelchen, sagen wir mal, historisch bedingten Befürchtungen haben die meisten Leute Java Applets in ihrem Browser ausgeschaltet, obwohl man das, das eigentlich keinen vernünftigen Grund gibt, das Ganze auszuschalten. Also JavaScript ist bei den meisten angeschaltet, wenn kein JavaScript angeschaltet ist, dann läuft heutzutage nur noch ganz wenige Stores und eBay und solche Sachen laufen dann schon auch nicht mehr.
Ja, bei eBay zum Beispiel auf den Servern, dann läuft dann sowas hier, PHP bzw. Java und so weiter, um die Seiten zusammenzubauen aus den Datenbankinhalten, die da bereit liegen. Die Artikel, die verkauft werden sollen, liegen in der Datenbank. Da gibt es die Dateien, die enthalten das User Interface für Sie inklusive den JavaScript-Programmen. Und hier wird das zusammengeführt, Artikel und Programm. Und dann bekommen Sie es hier und Sie können es hier dann anschauen und Menüs aufklappen und so weiter, um das, was da angeboten wird, besser angucken zu können und natürlich auch zu kaufen. Ich habe hier noch als Beispiel unsere alte Internet-Modellbahn-Seite, die bestand auch aus solchen JavaScripten. Da konnte man übers Internet eine Modellbahnanlage steuern, die mal bei uns im Labor stand, weil wir den Platz gebraucht haben, haben wir es irgendwann abbauen müssen, leider. Das ist jetzt, ja, eigentlich eine historische Reminiszenz. Wenn Sie Live-Beispiele anschauen wollen, kann ich Ihnen nur Shopping empfehlen, beziehungsweise Google Maps oder sowas. Oder den Google Calendar, den ich ja auch benutze. Hier ist zum Beispiel ein Screendump von so einem Google Calendar. Da sehen Sie hier in Gelb die Vorlesungen, nicht von diesem Semester, sondern von früher mal. Und grün sind irgendwelche Termine und Besprechungen, die ich da eingetragen hatte. Und jedes Mal, wenn man hier irgendwo draufklickt, springt ein kleines JavaScript an und zeigt einem eine Dialogbox, in der man sagen kann, man möchte diesen Event löschen und verändern. Und wenn man sagt, ich möchte ihn verändern, dann wird eine ganze neue Webseite angezeigt. Und in der neuen Webseite gibt es auch wieder kleine Menüs, sodass man Datum wählen kann, Uhrzeit wählen kann und so weiter. Und dann gibt es auch einen Save-Knopf. Und der Save-Knopf, der bringt einen dann wieder hierhin zurück. Ich kann aber auch, wenn ich hier oben diesen dunklen Balken da nehme mit der Maus, kann ich auch so ein Event hier verschieben. Und das macht auch noch das JavaScript. Genauso die kleinen Menüs, die hier aufklappen. Wer es noch nicht gemacht hat, dem empfehle ich einfach mal so ein Google Calendar anzugucken und ein bisschen damit rumzuspielen. Und wer sich mutig fühlt, der kann mal diese Seite hier als Quelle anschauen und dort die JavaScripts finden und anschauen. Aber am besten erst, nachdem ich Ihnen ein bisschen erzählt habe, wie solche JavaScripts funktionieren, wie man das programmiert. Also, das Programmierparadigma von so einer modernen Web-Oberfläche ist reaktiv, habe ich schon gesagt. Das Substrat da unten drunter, die Infrastruktur, da braucht es einen Server und zum Beispiel Apache mit PHP und solchen Sachen. Es braucht eine Datenbank und im Klienten braucht es einen von diesen hier. Den Chrome hätte ich hier noch dazu schreiben können und den Opera, dann hätten wir die wichtigsten Webbrowser aufgeschrieben. Und da drin wird auch das JavaScript ausgeführt und das HTML angezeigt. Was sich wirklich ändert gegenüber dem normalen Programmieren, beim normalen Programmieren schreiben wir für ein mittleres Problem zig Seiten Programm. Für ein großes Problem auch schon mal Tausende, aber solche großen Probleme erledigt man auch nicht alleine. Da muss man schon mit anderen zusammenarbeiten. Hier ist es ein bisschen anders. Da setzt man sich nicht hin und designt dann ein großes, langes Programm, was dann zig Seiten lang wird, sondern hier schreibt man so, ja, ich nenne das mal Krümelware, so kleine Codestückchen, die man einbettet in seiner HTML-Seite. Mal da drei, dafür drei Zeilen, mal dafür fünf Zeilen, vielleicht auch mal 20 Zeilen für was. Immer so kleine Stückchen, die werden eingebettet für irgendeine Aufgabe. Natürlich gibt es auch eine Menge vorgefertigte Bauteile, Objekte, die man da benutzen kann, was das schon im Browser drinsteht, zum Beispiel um ein Fenster größer zu machen oder ein Fenster kleiner zu machen oder ein neues Fenster aufzumachen. Solche Dinge sind da schon fertig. Aber von diesen
Objekten, von diesen Bauteilen, zum Beispiel einem Bauteilfenster. Da kann man auch selber was ableiten. Objekte, über Objekte, die das Programmieren, müssen wir dann auch noch irgendwann später in der Vorlesung sprechen. Und wir programmieren inkrementell. Wir machen also mal ein Stückchen Code, 5 Zeilen, 10 Zeilen oder sowas. Und ein paar Tage später denken wir uns, ah, da könnte es schon noch eine weitere Zeile brauchen, um das ein bisschen besser zu machen. Um das Menü schöner zu machen oder um das Menü grün zu machen oder sowas, statt weiß, wie es bisher war. Die Vorgehensweise ist also eher, wenn man das HTML hat, wir fügen noch ein bisschen ein, wir erweitern, wir machen ein bisschen da was dazu, wir machen ein bisschen dort was dazu. Und weniger dieser Gesamtansatz, wo wir ein ganzes Haus auf einmal bauen, sondern hier, naja, da kriegt man irgendwie so ein halbfertiges Haus und dann baut man mal da ein Fenster ein und da einen Boden oder so ähnlich, so über die Zeit. Und es gibt auch keine so, ja, die nächste Version und die nächste Version, sondern das, ja, ist so im Fließen. Ne? Bei Amazon oder eBay oder Google Maps oder Google Calendar sehen Sie ja auch nicht, oh, jetzt gibt es eine neue Version, sondern Sie sehen nur, dass sich da irgendwie mal da ein bisschen was ändert und mal dort ein bisschen was ändert. Mal hier ein neues Bild und mal da ein neues kleines Menü, das Sie aufmachen kann. Jetzt fragt sich also, wo bleibt denn da das Gesamtkonzept Architektur? Und das wird eigentlich ersetzt durch sowas wie den Datenfluss durch das System. Also von hier nach hier, zurück hierhin und dann durch diese Komponenten hindurch. Dieser Datenfluss wird in solchen Systemen entwickelt, designed. Die Methode, also das Schlagwort, wie man sowas heutzutage macht, heißt Ajax oder Ajax, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Asynchronous JavaScript and XML. Und Sie können es zum Beispiel hier angucken. Beim Google Docs gibt es eine Textverarbeitung. Wer hat schon mal mit Google Docs was geschrieben? Hm, nicht? Das sollten Sie wirklich mal machen. Oder beim Google Docs kann man Texte schreiben oder auch ausdrucken. Das ist, naja, sowas wie das Microsoft Word, bloß ein bisschen das im Internet und transportabel. Hat auch nicht so viele Funktionen, aber um einen Brief zu schreiben, tut es allemal. Und ich benutze das manchmal mit anderen Leuten zusammen, wenn ich so übers Internet zusammenarbeiten möchte mit denen. Ne? Ich kann an dem Brief arbeiten, ich schicke denen einen Link, die klicken das an, arbeiten in dem Brief, schicken mir wieder eine E-Mail und sagen, so, ich habe jetzt meinen Teil gemacht. Und dann geht das ein paar Mal hin und her, bis er irgendwann fertig ist und von einem ausgedruckt wird. Spreadsheets, also Tabellenkalkulationen, gibt es da auch drin. Das ist schon ganz, ganz nützlich und praktisch. Insbesondere auch der Google Calendar, den kann meine Frau übers Internet anschauen, den können meine Mitarbeiter anschauen von ihren Webbrowsern aus und den kann man hier auch auf so einem Gerät anschauen. Natürlich. Wir werden jetzt mit dem JavaScript und asynchronous XML-Requests uns noch ein bisschen die Infrastruktur dafür ansehen. Anfangen möchte ich aber mit einer ganz kurzen Einführung, schon fast der falsche Ausdruck, mit einem ganz kurzen Überblick über das HTML und wie das, warum das so ist, wie es ist. Und ich möchte Ihnen im Wesentlichen meine Sichtweise darauf oder meine Idee davon erzählen. Es ist kein dickes Buch darüber, die können Sie auch kaufen über das HTML, sondern es ist nur so eine Kurzversion. Beginnen möchte ich, damit es auch klarer wird, warum das so aussieht, wie es ist, das HTML mit der Idee oder der Entstehung. Das heißt Hypertext Markup Language. Über sowas wie Hypertext denken die Menschen schon, die Informatiker, schon seit über 50 Jahren nach. Und dieses Video, was ich Ihnen neulich gezeigt habe, über die Memex von dem Vannevar Bush, da stecken auch die Ideen von dem HTML drin, nämlich wissenschaftliche Dokumente, das hatten die Leute
damals vor Augen, wissenschaftliche Dokumente, in denen die Referenzen, also die Verweise auf die Literatur in anderen Büchern, die Zitate, die man natürlich in so einer wissenschaftlichen Veröffentlichung benutzt, bei den Juristen und bei den Philologen und den Sprachwissenschaften, da sind es Tausende von Referenzen. Bei einem Informatiker in der Dissertation oder auch in einer Masterarbeit oder sowas sind es vielleicht ein paar hundert solche Referenzen. Und bei den Physikern gibt es auch in der Größenordnung. Und es ist natürlich für jemanden, der sowas liest, ausgesprochen lästig. Müller-Möllendorf, 1998 nachlesen auf Seite 27. Und dann muss man in die Bibliothek rennen, sich das Buch holen, wenn es denn da ist, oder per Fernleihe kommen lassen und dann da auf Seite 27 nachlesen. Und das ist ein Problem, das haben die Wissenschaftler schon seit vielen Jahren und damit kämpfen die. Und insbesondere da, wo der Tim Berners-Lee 1989 gearbeitet hat, am CERN, an dem Supercollider in Genf, Hochenergiephysik, da gab es das Problem natürlich auch. Für die Literatur, ich meine, da arbeiten tausende Wissenschaftler, die schreiben Papers, die verweisen auf andere Veröffentlichungen und die verweisen wieder auf andere Veröffentlichungen. Es ergibt sich so ein Baum und wenn man ein Dokument lesen will, dann muss man da schon mal reingehen in diesen Baum. Früher konnte man das nicht anständig, da musste man wieder in die Bibliothek rennen. Natürlich ist die Bibliothek am CERN total gut, sodass man da auch hingehen konnte und dann muss man aber dann so einen Tag sozusagen verbringen, wenn man so ein Paper lesen will in der Bibliothek und kann nicht am Schreibtisch sitzen. Und der seit 1969, also schon ganz viele Jahre, gibt es auch Prototypen für solche Systeme. Der Douglas Engelbart hat mal was ganz Berühmtes da gemacht. Und der Tim Berners-Lee, der war also da befristet angestellt am CERN und hat sich genau um diese Verknüpfung von Dokumenten der Hochenergiephysik kümmern sollen. Und der erste Webbrowser, den der gemacht hat und der erste Webserver, den er gemacht hat, da hat es gar keine Bilder gegeben, da hat es nur textbasierte Klienten gegeben und eben diese Verweise. Man konnte also, wenn man einen Text gelesen hat, ein Stück Dokumentation von dem Teilchenbeschleuniger gelesen hat oder ein Paper von einem Physiker gelesen hat, konnte man auf so einen Link klicken, der da eingebaut war in dieses Dokument und dann hat man das Dokument sich anschauen können. Und dafür hat er einen Prototyp gebaut. Erstmal ohne Bilder, die Bilder kamen später. Und weil er das innerhalb von kurzer Zeit machen wollte und sollte, der Vertrag ging, glaube ich, auch gar nicht so lang, weil er das eben schnell machen sollte, hat er sich existierende Standardtechniken genommen und geschickt zusammengefügt. Und die große Leistung, warum das wirklich eine Pionierleistung ist, weil er mit ziemlich sicherem Gespür die richtigen Sachen sich gegriffen hat, um ein einfaches und trotzdem mächtiges System zu bauen. Er hat sich erstmal diesen Standard SGML genommen und hat dann daraus, mein SGML, das ist so ein dickes Teil, und als ich das erste Mal gesehen habe, ich glaube, das war 85, 86 oder so, schon vor vielen Jahren, habe ich erstmal einen Schrecken gekriegt und gedacht, oh Mann, wann soll ich das denn lesen? Der Tim Berners-Lee, der hat das fertiggebracht, das durchzugucken und sich die wichtigen Teile rauszusuchen, die wichtigen Teile, die er gebraucht hat. Da gibt es nämlich etwas, das heißt Document Type Definition, da kann man so Untermengen definieren, die Dokumente beschreiben, um Dokumente zu beschreiben. Und er hat so eine DTD fürs SGML gemacht, und das ist das HTML geworden. Das Wichtige, die Idee von SGML und auch von HTML ist, dass ein Dokument aus mehr besteht als aus Buchstaben. Text ist in der Regel formatiert.
Mancher Text ist nicht so ausführlich formatiert. Wenn Sie einen Roman lesen, da gibt es eine Überschrift und dann 10 Seiten lang einfach Buchstaben hintereinander, obwohl die Buchstaben auch in solchen Absätzen zusammengefasst sind und es mal eine neue Zeile gibt und sowas. Und das strukturiert den Text. Textstruktur ist die wichtige Idee von HTML. Jeder Text hat eine logische Struktur. Ich habe eben den Begriff Überschrift genannt. Die Überschriften, die Kapitelüberschriften, die Unterabschnittsüberschriften, die einzelnen Paragraphen, das sind Eigenschaften von Text. Wir schreiben also Text und sagen, das ist jetzt eine Überschrift. Wir markieren den Text. Wir schreiben Text und sagen, das ist eine Fußnote. Wir schreiben Text und sagen, das ist ganz normal, ein normaler Text. Wir schreiben Text und sagen, das ist jetzt ein gesprochenes Wort da drin. In einem Roman, da gibt man die Anführungszeichen, da kommt ein bisschen was in Anführungszeichen wieder zu. Dann hat das jemand gesagt. Wir markieren den ganzen Text in einem Dokument mit solchen Beschreibungen. Ich bin eine Überschrift der ersten Kategorie, ich bin eine Überschrift der zweiten Kategorie, ich bin eine Überschrift der dritten Kategorie. Und wenn man sowas macht und nur sagt, ich bin erste Kategorie, zweite Kategorie, dritte Kategorie und der Bodytext dazu, dann kann man natürlich hinterher ein Stück Software drüber laufen lassen und sagen, zähl mir doch bitte die Überschriften durch und nummeriere sie. Wenn wir uns also die Mühe machen, beim Schreiben zu sagen, das ist eine Überschrift und das ist eine Unterüberschrift und das ist eine Unterunterüberschrift, dann können wir das automatisch nummerieren lassen und automatisch daraus ein Inhaltsverzeichnis generieren lassen mit Seitennummern. Das muss man also gar nicht selber schreiben, sondern wenn man den richtigen Markup macht, Zitate kriegen auch ein eigenes Format, Fußnote, Literaturverweise, Bildunterschriften und, die kriegen alle ihr eigenes Format, ihr eigenes Markup. Und dann kann man mit dem, was man da gemacht hat, mit diesem logisch strukturierten Text, dann hinterher automatisch setzen lassen. Ein Inhaltsverzeichnis generieren lassen, ein Literaturverzeichnis generieren lassen, ein Abbildungsverzeichnis generieren lassen. Ein Index, ein Glossar und so weiter. Der den Text schreibt, der Autor, macht die Inhalte, also die Buchstaben, der tippt die Worte ein und sagt, das ist ein Zitat. Der Autor besorgt sich Bilder und sagt, das ist ein Bild, schreibt ein bisschen Text drunter, das ist die Bildunterschrift, die Erklärung zu dem Bild. Der produziert den Text mit dem Markup. Und dann gibt es weitere Rollen in diesem Ablauf. Und eine weitere Rolle ist, dass der Drucker, also die Druckerei, die Leute, die da sind, ihrem Text, ihren Überschriften, ihren Bildunterschriften und so weiter einen Zeichensatz zuordnet. Das kann der übrigens auch schnell ersetzen, so ein Zeichensatz. Als ich mal dieses Buch, was ich da geschrieben habe vor einigen Jahren, da habe ich es auch so gemacht, dass man der Zeichensatz von den Überschriften und von dem Paragraphen, einer mit solchen, Serifen da am Ende vom Text, am Ende vom Buchstaben solche kleinen Häkchen und so Zeug, ne? Beim H kann man es gut sehen, aber auch beim Y. Und die Hauptüberschriften, die haben dann so einen Zeichensatz ohne diese Verzierungen hier am Ende von den Buchstaben zum Beispiel. Und das ist da komplett durchgezogen. Und wenn ich das ändern wollte, dann könnte ich das Aussehen des Textes ändern wollte, dann könnte ich das innerhalb von 1-2 Minuten machen, indem ich eben sage, die Überschriften, die haben jetzt einen anderen Zeichensatz, den XY, und der Text hat den AB-Zeichensatz. Also solche Sachen wie Corporate Identity und Aussehen von einem Buch lassen sich dann ganz schnell ändern, aber auch all diese Metainformationen ganz schnell generieren.
Was aber auch angenehm ist, dass man diesen Text und das Markup nehmen kann und für Papier aufbereiten kann, dass es auf Papier vernünftig druckbar lesbar ist oder, wenn man es im Web haben will, vernünftig zu HTML gemacht wird. Beziehungsweise man kann auch vielleicht ein PDF daraus generieren mit wieder einem anderen Werkzeug. Hauptsache man erstmal den Text mit dem Markup. Und das, was sich der Tim Berners-Lee überlegt hat damals mit dem HTML, das ist genau so eine Dokumentenbeschreibungssprache. Da gibt es eben Überschriften, da gibt es Tabellen, da gibt es den Bodytext. Und da gibt es, und das war jetzt eine ganz, ganz schlaue Idee, damit hat er es auch ganz einfach gemacht, damit gibt es diese Anchor Tags, A-Tags heißen die, und das sind Hyperlinks. Damit ist der Markup für was, worauf man klicken kann, das einen auf ein anderes Dokument bringt. Ich habe hier ein Stückchen Beispiel HTML. Ich habe gesagt, das ist eine Document Type Definition von SGML. Das SGML braucht man gar nicht zu kennen, um das HTML zu verstehen. Wenn man das wirklich bräuchte, dann gäbe es gar nicht so viele Leute, die Webseiten machen können, denn das SGML ist viel. Und das HTML ist eher wenig. Das kann man sich schon mal an einem Nachmittag durchlesen und verstehen. Also hier geht es los mit HTML. In spitzen Klammern sind diese Markup-Kommandos. Also spitze Klammer auf, HTML, spitze Klammer zu. Sagt dem, der es interpretiert, also zum Beispiel auch dem, der diese Dokumentenstruktur im Browser erzeugt. Jetzt geht eine HTML-Datei los. Und das Ende von der HTML-Datei, das ist so markiert. Da steht dasselbe Tag, plus dieser Schrägstrich davor. Also das hier ist sozusagen die Klammer ums HTML. Jetzt geht es weiter mit dem Kopf des HTML-Dokumentes, Head. Und hier ist der Head zu Ende. Und hier zwischendrin gibt es, naja, da gibt es mehrere Tags, die hier drin stehen könnten, im Dokumentenkopf. Wir haben jetzt erstmal nur in diesem einfachen Beispiel Title und dann ein HTML-Beispiel und Slash-Title, um das abzuschließen. Was passiert mit diesem Titel? Na, dieser Text ist der, der dann im Browser oben im Fenster steht, oben drüber über dem Fenster, der Fenstertitel in dem Balken oben drüber. Und dann gehen wir weiter, ich habe es jetzt hier ein bisschen bunt markiert, bunt ist kein beschreibendes Element vom HTML, das ist nur, damit Sie es besser sehen können hier, da steht dann Body, der geht hier los und der hört hier auf. Das ist der Dokumentenrumpf, das soll dann unten in dem eigentlichen Fenster stehen, nicht außen drumherum. Hier könnte übrigens auch noch die Größe vom Fenster stehen und lauter solche Sachen. Sondern das ist das, was innen im Inhalt angezeigt werden soll. Und dann geht's los. Jetzt kommt ein Stück Text, der das Attribut bold hat, also fett geschrieben. Und das ist hier zu Ende. Also das hier wird dann fett geschrieben. Ist ein Hypertext-Dokument. Neuer Absatz. Hier geht er los, hier hört er auf mit einem Bild. Und jetzt kommt so ein Tag, das Image-Tag, mit dem ist dieses Bild hier eingebettet. Und das ist wieder so ein ganz raffinierter, aber im Walz einfach ist raffinierter Mechanismus. Ganz einfach und trotzdem sehr mächtig. Hier steht, an dieser Stelle muss ein Bild eingefügt werden und dieses Bild heißt so, Bild.gif. Source heißt das, src. Zu diesem Tag gehört also noch ein Parameter dazu und dieser Parameter ist die Datei, der Dateiname. Jetzt kann der Webbrowser also diese Kiste hier nochmal losgehen zum Server und dem sagen, gib mir doch die Datei, die Bild.gif heißt. Und dann wird das geht er hier im Filesystem nachgucken, schickt die zurück, die kommt hier an und wir können sie hier bereitlegen, damit sie hier angezeigt werden kann. Also hier wird das Bild.gif eingebettet. Noch nicht geholt, das muss erst der Webbrowser später machen.
Ja, und dann gibt es hier einen Zeilenwechsel mit diesem BR-Tag und einem Hyperlink. Das hier ist der Hyperlink und der ist so markiert. Also dieser Text, der hat das Attribut, ich bin ein Hyperlink. Hier vorne mit dem A, Anchor Tag, und hier hinten mit dem Slash A, das Ende von dem Hyperlink. Und dazwischen drin steht, ich bin eine Hypertext, die hier drin als Parameter, die Hypertext Reference, also das Dokument, was wir, auf das wir zeigen, das wir referenzieren, das heißt Beispiel 1.txt. Wenn Sie also jetzt mit Ihrer Maus hier drüber gehen und klicken, dann wird wieder ein Request geschickt. Den Klick, den merkt das hier, die Interaktionskomponente im Browser. Dann holt er sich aus der Dokumentenstruktur diese Hypertext-Referenz. Da steht jetzt hier Beispiel 1.txt drin. Geht jetzt zu dem Server. Der Server guckt hier im Filesystem nach und schickt die Datei zurück, sodass sie hier hinkommt und angezeigt werden kann. Jetzt müssen wir noch aufräumen, Paragraph zu Ende, der Body vom Dokument zu Ende, das HTML zu Ende. Na, so sieht das hier ungefähr aus. Was ich hier produziert habe. Na, das ist ein Bildchen, das ein Mitarbeiter von mir mal fotografiert hat, der Heiner Wolf, von irgendeinem Stück Lokomotive, was er zur Modellbahnlokomotive, das er zu Hause hatte. Das Wichtige hier ist nur Text mit ein paar Markups. Und die Markups, die wir hier sehen, das ist ein Paragraph, das ist der Titel vom Dokument, das hier ist ein Bild und das hier ist eine Hypertext-Reference. Es gibt noch viele weitere Elemente, die man benutzen kann, also Markup-Elemente, es gibt Listen, Überschriften und solche Sachen, auch Zeug zum Formatieren. Das möchte ich aber hier gar nicht alles einzeln durchsprechen. Das ist da und das kann man zum Beispiel hier gut nachlesen. Man kann aber in so ein Stück HTML, das ja bisher was Statisches war. Webbrowser geht los, holt sich das HTML, Benutzer liest dieses Dokument der Hochenergiephysik am Anfang, weil der Berners-Lee auch den Quellcode rausgegeben hat an andere Leute. Da haben andere auch Webbrowser aufsetzen können und habe das natürlich auch gemacht, wie viele, viele andere an den Universitäten. Da haben wir irgendwie ein bisschen was reingeschrieben, was wir so treiben, haben ein mehr oder weniger gutes Bild von uns da reingepappt und noch ein paar Verweise auf unsere Veröffentlichungen reingesteckt. Und auf Veröffentlichungen von Freunden. Und die Veröffentlichungen haben wir natürlich auch dahin gelegt, sodass man sie lesen konnte, beziehungsweise sich als Dateien holen kann. Und auf die Weise, weil ich das gemacht habe, weil das viele andere gemacht haben, ist so an den Universitäten so etwas wie ein Web entstanden. Und dafür hat es Webbrowser gebraucht und ja, die sind dann geschrieben worden, zum Beispiel in Amerika, bei diesem National Center for Supercomputer Applications, da ist einer geschrieben worden, der Netscape, und den haben da ganz viele Leute benutzt. Also es ist so von unten nach oben entstanden. Die Firma Netscape, die hat sich irgendwann mal überlegt, es wäre doch praktisch, wenn man ein paar kleine Skripte in so einem Browser drin, also in einem HTML-Dokument einbetten könnte, damit man ein bisschen Interaktivität da reinbringt oder damit man auch mal Fenster größer und kleiner machen kann aus dem HTML raus. Wenn man also aus dem HTML raus den Browser, das Programm, was drumherum läuft, was das anzeigt, das HTML-Dokument, ein bisschen skripten kann, sodass der
das Dokument ein bisschen anders anzeigt. Und dadurch ist das JavaScript entstanden. Das JavaScript hat übrigens wenig zu tun mit der Programmiersprache Java. Das JavaScript ist eher ein Skriptderivat vom C. Also am Anfang hat das dazu gedient, HTML-Seiten ein bisschen aufzuhübschen. Auf der Klientenseite, also im Browser drin, das Dokument ein bisschen netter zu machen oder ein bisschen interaktiver zu machen, dass man auch lokal was machen kann. Zum Beispiel die Fenstergröße oder ein Fenster ohne den Balken, wo man oben eine URL eintippen kann und solche Dinge. Oder Menüs oder so kleine Effekte wie Blinken oder sowas. Damit kann man natürlich auch einigermaßen viel Quatsch machen. Aber wenn Sie sich das Maps.google.com anschauen, versuchen wir es mal schnell. Haben wir hier einen Webbrowser. Okay, mach, ist egal. Hä? Ja, mach auch noch. Ja, weg, pfui. Sie sehen hier das, wo wir sind. Und wenn ich jetzt hier mit dem Finger da unten klicke, Minus, dann zoomt er ein wenig raus. Oder wenn ich den Finger nehme und hier so verschiebe, oder diesen machen hier, all diese Interaktionen, die werden von dem JavaScript entgegengenommen. Und natürlich muss das JavaScript dann wieder zum Server gehen und Informationen holen, die hier angezeigt werden können. Ich glaube hier, nö. Wie bitte? Ach Quatsch, hör auf. Okay. So. Auch okay. Was gibt es denn hier? Ah ja, richtig. Layers will ich angucken und ich möchte das Satellitenbild haben. Sie haben gesehen, das hat jetzt einen Augenblick gedauert, erst mal nur dieses karierte Papier zu sehen und dann kamen einzeln diese Kacheln mit dem Satellitenbild. Und wenn ich diesen hier mache, dann sehen Sie das wieder, wie langsam die Kacheln nachgeholt werden. Naja, langsam. Eigentlich relativ flink. Und wir sehen hier Satellitenbild von Freiberg, was aus einzelnen Kacheln besteht. Meine Interaktion, was ich hier mache, wird vom JavaScript kontrolliert. Google Maps ist eine JavaScript-Applikation. Was ich mit den Fingern da mache, oder was ich mit der Maus mache, wenn ich einen Laptop benutze, das wird im Browser interpretiert und dann wird das entsprechende geholt. Ich habe jetzt hier ein ganz primitives Beispiel HTML-Skript mal hingeschrieben. Also eingebettet in HTML brauchen wir irgendwie diese JavaScripts, diese Programmstückchen. Wir müssen ja das Programm ist auch ein Stück Text, wir müssen bloß vorher und hinterher reinschreiben, ich bin jetzt keine Buchstaben, die angezeigt werden sollen, sondern ich bin ein Stück, eine Funktion, die aufgerufen werden kann. Also, es geht los mit HTML, mit dem Header und als Fensterüberschrift habe ich jetzt hier mal schlauerweise Test gewählt und dann kommt ein Tag, es geht das Skript los und hier unten ist es auch gleich wieder zu Ende. Skript geht los, Skript zu Ende, von hier bis hier ist also Skript. Sprache, wir könnten noch eine andere Skriptsprache benutzen, die Sprache, die wir hier benutzen wollen, ist JavaScript. Hier ist dann auch nochmal geklammert, dass klar ist, dass hier drin ist das JavaScript. Und da habe ich nur ein kleines Stück. Wir rufen die Funktion Alert auf. Das ist sowas wie das Printf des JavaScript-Programmierers.
Das macht ein kleines Fenster und zeigt an, Hallo Welt, Ausrufezeichen. Zeigt diesen Text hier, diesen String in den Klammern an. Hier wird also nur eine Funktion aufgerufen. Wenn Sie das in eine Webseite einbetten, also als Datei ablegen, zum Beispiel als Datei test.html in irgendeinem Webserver und dann Domainname test.html eintippen, dann kriegen Sie ein Fenster, das ist leer und da steht dann nochmal ein kleines Unterfenster und da steht Hallo Welt drin. Das ist jetzt nicht so überwältigend. Was ich hiermit klar machen will, ist, wie so ein Stück Programm, so ein Kurzprogramm, eingebettet werden kann in eine Webseite, in das HTML. Deshalb habe ich Ihnen ja auch HTML kurz erklären müssen. Man kann aber auch Elemente vom JavaScript in andere Tags mit reinschreiben. Das machen wir jetzt hier mal ein bisschen komplexeres Beispiel. Also es geht wieder los, wie immer, HTML, hier unten ist es zu Ende. Und jetzt kommt der Head, da steht, da wird in diesem Head, das ist jetzt ganz interessant, da werden unsere Funktionen, die JavaScript-Funktionen, die wir schreiben, deklariert und definiert. Also oben im Dokumenten-Head steht stehen die Definitionen von unseren Funktionen, die wir jetzt schreiben. Und weiter unten, im Body, der geht von hier bis hier, da kommt dann der Funktionsaufruf, hier. Und das machen wir jetzt mal gleich. Jetzt gucken wir uns das gleich an. Also, Title, JavaScript, Test und Fenstertitel zu Ende. Und dann geht es los, jetzt kommt ein JavaScript-Skript, das geht bis hier. Und hier ist der eigentliche JavaScript-Text, das Programm. Und wir definieren eine Funktion, die nennen wir Quadrat. Und die hat einen Parameter Zahl. Man beachte, wir brauchen nicht den Typen hinzuschreiben in JavaScript, brauchen oder können nicht, je nachdem wie man das sieht. Wir schreiben einfach hier hin, wir haben einen Parameter. Was für ein Typ das ist noch nicht klar. Aber wir benutzen das jetzt einfach mal. Wir deklarieren eine Variable Ergebnis, var Ergebnis, auch wieder nicht typisiert. Und die ergibt sich zu diesem Parameter mal nochmal den Parameter. Also a mal a ist a Quadrat. Ne? Wir berechnen das Quadrat von der Zahl. Und dann geben wir das in einem kleinen Fenster aus. Quadrat von Parameter ist gleich das, was wir hier berechnet haben, Ergebnis. Und jetzt ist auch unsere Funktion schon wieder zu Ende. Und wenn man das hier so anguckt, sieht fast aus wie C. Das ist auch Absicht. Ich meine, die haben das einfach mal schnell so gemacht. Haben wir jetzt ein paar Sachen weggelassen, unter anderem das Typenkonzept. Jetzt haben wir hier nur die Funktion hingeschrieben. Deklariert, definiert, so wie wir es beim Programmieren gemacht haben. Jetzt ist noch nichts ausgeführt. Es ist noch nichts gerechnet, es ist einfach nur mal hingeschrieben. Der Anreiz von außen, ich habe ja gesagt, reaktives Programmieren, der muss vom Benutzer geliefert werden. Das eigentliche HTML, das ist ein Input-Element, sowas gibt es auch im HTML. Also unser HTML-Dokument, hier geht der Body los, das ist ein Formular, hier ist das Formular zu Ende und das Formular hat ein Eingabeelement, Input, das Scanf vom HTML, das ist ein Knopf und dieser Knopf, der heißt Quadrat von 6 errechnen. Das hier steht also in dem Knopf als Text. Wir sehen jetzt, das hier ist ein weiterer Parameter, den wir gleich brauchen, das HTML ist zu Ende. Wir kriegen jetzt eine Webseite, da ist nur ein einziger Knopf zu sehen, wahrscheinlich links oben in der Ecke. Und da steht der Text drin, Quadrat von 6 errechnen. Wenn Sie jetzt auf diesen Knopf klicken mit der Maus, dann
merkt das dieses Formular. Und als Aktion wird Folgendes gemacht. On-Click, wenn es geklickt wird, der Knopf, dann wird diese Funktion hier da oben aufgerufen mit dem Parameter 6. In dem Augenblick, wo hier 6 steht, weiß das JavaScript, ach, das soll wohl eine Zahl werden. Dann multipliziert es die Zahl mit der Zahl, 6 mal 6 ist 36, steckt es hier rein. Das Ergebnis wird also auch eine Zahl und dann kann ich hier ausgeben in einem neuen kleinen Fenster, Quadrat von 6 ist gleich 36. Und das war es dann schon auch. Danach ist unsere Seite abgearbeitet, wenn Sie so wollen. Also Sie können noch ein paar Mal auf diesen Knopf drücken und dann gibt es immer wieder dieses Fenster. Das sieht jetzt primitiv aus, aber man kann auch interessantere Sachen damit machen. Siehe Google Maps oder Sie können ein Chatsystem damit bauen, dass Sie mit Ihren Freunden auf einer Webseite chatten können. Oder Sie können so eine Seite wie Amazon damit bauen, da braucht es natürlich noch ein bisschen mehr. Aber das User Interface, die Interaktion, die besteht immer aus irgendwo im HTML steht, wenn der Benutzer hier was macht, dann ruft bitte so eine Funktion auf. In Google Maps, das ich eben hatte, steht also, wenn der Benutzer hier klickt und den Finger nicht von der Maustaste lässt, sondern die Maus bewegt, dann verschiebe die Karte. Also da steht auch on-click, dann wird irgendeine Funktion aufgerufen. Wir sind jetzt im Kartenverschiebemodus und dann on-mouse-move wird die Karte entsprechend um die Differenz verschoben, die sich die Maus bewegt hat. Und wenn das wieder losgelassen wird hier, dann gehen wir wieder raus aus diesem Verschiebemodus. Das hier sind Event-Handler. Und das ist ein ganz wichtiges Konzept für reaktives Programmieren, Event-Handler. Das Wichtigste wahrscheinlich. Diese Event-Handler sind Attribute in irgendeinem HTML-Tag hier. Und in dem HTML-Tag steht drin, wenn der Benutzer auf die Maus klickt, während die Maus hier über dem Button ist, dann, wenn der Benutzer auf den Button klickt, dann macht das und das. On-Click. Es gibt auch On-Mouse-Over. Sie kennen die Webseiten, da fährt man mit der Maus rum und dann kommt man in irgendeinen Bereich und dann klickt ein Menü auf. Schon mal gesehen? Hat überhaupt schon mal jemand von Ihnen das Web benutzt? Okay. Sie kriegen heute einfach die Hände nicht hoch. Wahrscheinlich ist es so kalt, dass Sie da irgendwie stecken müssen. Also on mouse over und es geht irgendein Menü auf. Ja, das kann manchmal auch total irritierend sein. Aber machen wir schnell mal. Also wenn ich hier hingehe. Hey, weg, Hinweis nicht mehr anzeigen, pfui. Oh, jetzt habe ich geklickt. Na gut, wenn ich hier hingehe, hallo, will ich jetzt eigentlich Menü sehen? Ja, das macht er jetzt hier nicht wegen dem Touch-Interface. Das ist nicht so, wie ich das mir das dachte. Na, jetzt habe ich das Menü gekriegt. Kurz drauf drücken. Jetzt sehe ich hier ein Menü. Und jetzt kann ich in dem Menü wieder aussuchen. On-Click. Ne? Dann holte mir das da. Das hier steht für was der Benutzer mit der Maus machen kann. Oder an der Tastatur machen kann. Das sind diese Events, über die ich hier gesprochen habe, diese Interaktionen.
Jedes Mal, wenn ich mit dem Finger bzw. mit der Maus, mit der Tastatur was mache, ne? On, Key, Down, wenn ich die Taste drücke, wenn ich den Finger loslasse von der Taste, gibt es auch noch ein On, Key, Up. Ne? Dann kann das, dieses Wort hier drin stehen und danach, das bedeutet, wenn also in diesem Teil des Bildschirms so ein Event passiert, dann soll diese Funktion hier, die wir hier reingeschrieben haben, aufgerufen werden. Zum Beispiel die Funktion, zeig mal dieses kleine Menü an. On-Click war das jetzt also hier. On-Load bedeutet, das wollen wir machen, wenn das Dokument geladen wird. Zum Beispiel, um das Fenster kleiner zu machen oder größer zu machen. Ich habe gesagt, die Sprache ist ein bisschen wie C. Der Name kommt daher, dass damals gab es auch Java schon als Programmiersprache, dass die Notation ähnlich ist wie Java und weil die ähnlich ist wie C, sage ich jetzt einfach auch, das ist so ähnlich wie C, das JavaScript. Vielleicht hätten sie es auch damals die Leute C-Script nennen können, aber sie haben es halt JavaScript genannt. Die hätten es auch Netscape-Script nennen können, das wäre wahrscheinlich am ehrlichsten gewesen. Die Anweisung, die es in dieser Programmiersprache gibt, das sind zum Beispiel solche Zuweisungen. Hier Zahl ist gleich 0, da hätte man auch 42 schreiben können. Zahl plus, plus oder sowas da, das kennen wir ja schon aus dem C. Das bereitet uns jetzt keine solchen Schwierigkeiten mehr. Natürlich gibt es auch Fallunterscheidungen. If Zahl kleiner 0, Zahl ergibt sich zu 0. Das ist das If, das Sie in Ihrem Programm auch schon verwendet haben. Ja genau, es ist eisig kalt hier drin. Und die Vorschleife, die While-Schleife, da gibt es kaum noch was zu sagen, für zumindest für diejenigen unter Ihnen, die in den letzten Wochen bei der Vorlesung zugehört haben und vielleicht auch noch ein paar Übungsaufgaben gemacht haben. Das hier sieht so aus wie im C und das hier sieht eigentlich auch so aus wie im C. Natürlich gibt es auch Funktionsaufrufe. Die Funktionsaufrufe, die gibt es für die eingebauten Funktionen, die da schon sind. Zum Beispiel dieses Alert, um einen Text anzuzeigen. Oder für Funktionen, die wir selbst definiert haben. Hier habe ich selber eine Funktion definiert, die Funktion Quadrat, und die wird hier aufgerufen, wie wir es kennen. Deshalb sollte ich hier an dieser Folie vielleicht gar nicht zu lange herum erzählen. Selbstverständlich auch diese Sachen mit den Klammern kennen Sie ja auch schon. Um Blöcke zu bilden. Was sich von C unterscheidet ist, mein C hat schon nicht das tollste Typenkonzept der Welt. Das JavaScript hat ein noch schlechteres Typenkonzept, ein ganz schlechtes eigentlich. Wir vereinbaren Variablen mit diesem Schlüsselwort var. Na klar, weil wir keinen Typ vorne hinschreiben können. Wir können nicht schreiben Integer, Float oder Double oder sowas, wenn es gar keine Typen gibt, so richtig explizit. Das heißt, wir müssen da var schreiben. Ich will jetzt eine Variable haben. Ist gar nicht so schlecht, wenn man sagt war, aber es wäre halt schön, wenn man noch einen Typen hinschreiben könnte. Die Typen, die es irgendwie gibt im JavaScript, das ist einerseits eine Zahl und andererseits ein String, eine Zeichenkette. Ob diese Variable, die ich da deklariert habe, war, ob das jetzt eine Zahl wird oder ein String, das entscheidet sich bei der ersten Zuweisung. Also in dem Augenblick, wo wir vereinbaren hier eine Variable, die nennen wir Antwort und wir weisen 42 zu. Jetzt macht es, wenn diese Zuweisung hier dasteht, das ist gleich, und hier rechts eine Zahl steht, denkt sich das JavaScript, das sollte wohl eine Zahl sein. Ja, an dieser Stelle habe ich auch rumgemurmelt.
dass es jetzt noch keinen Typ hat. Und hier unten, wenn da der Sechser steht, dann denkt er sich, ach, das soll also wohl eine Zahl sein. Und hier variable Frage. Und weil ich einen String zuweise, ist das jetzt ein String geworden, eine String-Variable. Und die verwende ich dann in Zukunft auch so. Variablen können einerseits global sein, dann müssen wir es eigentlich oben im Header deklarieren, oder in Funktionen drin lokal. Eine Variable in einer Funktion drin, die haben Sie hier gesehen, da, an dieser Stelle. Und wann erhält die ihren Typ? Nun bei dieser Zuweisung, jetzt bei der Deklaration hat es natürlich noch keinen Typ, erst bei der aktuellen Ausführung, wenn hier ein 6er reinkommt und hier die 36 reinkommen, dann erhältst den Typ. Zahl. Das heißt also, wenn die JavaScript-Programme ein bisschen größer wären, die ursprüngliche Idee war, dass die ganz klein sind, dass man da immer den Überblick hat. Das ist natürlich schon längst weg. Solche Annahmen darf man nie machen in der Informatik. Das wird immer klein bleiben. Das gibt nur irgendwie Probleme später, denn wenn es erfolgreich ist, wird es in der Regel nicht klein bleiben. Weil es eben mittlerweile große JavaScript-Programme gibt, wird es auch ein bisschen unübersichtlich und man weiß immer nicht, was für ein Typ diese Variable hat an dieser Stelle. Und dann muss man vielleicht sich doch wieder überlegen, ob man in den Variablennamen was einbaut, dass man weiß, ob es eine Zahl ist oder ein String, ja. In dem Augenblick, wo ich das wahr hinschreibe und den Namen, also die Frage war, wann denn die Variable das Existieren anfängt. Nun, die Variable existiert in dem Augenblick, wo Sie es hier so hinschreiben. Aber sie hat noch keinen Typ bekommen. Den Typ bekommt die Variable erst in dem Augenblick, wo Sie eine Zuweisung machen. Und das also zur Laufzeit. Wenn Sie also hier vorbeikommen, wird die Variable gemacht und danach wird der Typ festgelegt. Sie dürfen noch nicht vergessen, JavaScript ist etwas, was nicht wirklich übersetzt wird, sondern was nur ausgeführt wird. Sie schreiben Ihr JavaScript da in das HTML-Dokument rein. Und wenn Sie Google Maps angucken, dann kommt das JavaScript mit der Webseite mit im Quelltext. Man kann das Programm richtig angucken. Naja, die erlauben sich da ein paar Tricks, dass man es nicht so richtig gemütlich lesen kann, aber naja, das kann man natürlich in eine Textdatei reinpappen und ein bisschen formatieren lassen und da kann man es doch gemütlich lesen. Diese JavaScripte, die werden als Quelltext, so wie Ihre .c-Datei, aufgehoben und transportiert und erst im letzten Augenblick dynamisch, wenn die Zeile dran ist zum Ausführen, dann wird das kurz übersetzt im Webbrowser drin und ausgeführt. Das ist interpretativ abgearbeitet und nicht mit so einem Übersetzer abgearbeitet. Und das führt eben dazu, dass wir erst in dem Augenblick, wo wir wirklich die Zuweisung machen, auch Speicherplatz schaffen. Also das hier sagt nur, ich will eine Variable haben und jetzt kriegt die Variable auch einen Typ zur Ausführungszeit. In dem Augenblick, wo der Code hier wirklich ausgeführt wird. Das JavaScript, und wir haben jetzt schon das Wichtigste uns davon angesehen eigentlich. Das braucht natürlich auch so, wie das C als Programmiersprache eine Umgebung von nützlichen Funktionen, damit man was damit machen kann, damit man nicht alles von unten auf selbst programmieren muss.
Und wir haben ja auch als allererstes beim C mal das Print-F und das Scan-F genommen und verwendet. Damit wir eben nicht hingehen müssen und sowas erst programmieren müssen. Und genauso gibt es im Webbrowser drin, im Netscape, im Firefox, Safari und so weiter, in all diesen Dingen gibt es schon eine Menge fertige Funktionen, mit denen man was machen kann. Diese Funktion ist eigentlich etwas, mit dem wir Leistungen des Browsers aufrufen. Und das heißt, in JavaScript sind die als Objekte verkleidet. Ich sage absichtlich jetzt mal verkleidet. Da gibt es Objekte wie zum Beispiel Window. Wir haben hier zum Beispiel, schreibe ich Variable ein Fenster. Und dieses Fenster, das kriegt jetzt den Typ Objekt. Also ich sage, ein Fenster ist gleich window.open von dem Objekt Window benutze ich die Eigenschaft, mach dich mal auf, mach mal ein Fenster auf, erzeug dich mal selber und mach's auf. Und hier oben, hier hinten schreibe ich dann noch ein paar Parameter rein, zum Beispiel den Fenstertitel oder wie groß das Fenster sein soll, Breite und Höhe. Also hier an dieser Stelle wird ein Objekt erzeugt und der Verweis auf das Objekt, der Pointer, der wird dann hier in die Variable ein Fenster reingesteckt. Ich habe also oben ein wenig geschummelt, als ich gesagt habe, das können Zahlen oder Strings sein. Nein, das können auch Pointer sein. Na, dabei lasse ich es mal. Da könnte man jetzt noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber es verwirrt jetzt, das will ich nicht. Also, es gibt schon vorfabrizierte Objekte und diese Objekte haben Methoden, Funktionen, die man auf sie anwenden kann. Hier, das da, Window Open, macht zum Beispiel ein Fenster auf dem Bildschirm. Da gibt es also ein paar Funktionen, die im Browser eingebaut sind, die ich aus meinem JavaScript ansprechen kann, die zur Gruppe Window gehören, zum Beispiel Window.open. Da gibt es auch ein Window.resize. Hier, wenn ich sage, ein Fenster, wenn ich das hier nehme, Punkt Resize hinschreibe, diese Größe, dann erhält das eben die entsprechende Größe, die ich hier angegeben habe, Breite, Höhe. Oder ich kann sagen, ein Fenster.name ergibt sich zu lustig. Dann heißt das Fenster eben jetzt lustig. Solche Objekte, die man da ändern kann, sind Window, die es schon gibt, die uns der Browser zur Verfügung stellt, oder Document. Das ist interessant, Document. Das ist ein Stück HTML. Das kann ich verändern, dieses HTML. Da kann ich was einfügen, was rausnehmen. Das ist die Art, wie wir diese Documents, noch eins, die stecken hier drin und die kann ich manipulieren. Und weil der Renderer diese Documents die ganze Zeit anzeigt, kann ich damit verändern, was da im Fensterinhalt steht. Also mit dem Document, mit dem Window, beeinflusse ich den Rahmen von dem, was angezeigt wird. Mit Document kann ich in dem, was angezeigt wird, Änderungen vornehmen. Images gibt es, Links gibt es, es gibt aber auch solche Objekte wie Arrays und so weiter, damit ich kompliziertere Sachen machen kann. Und für die Arrays gibt es dann eben auch entsprechend Zugriffsmethoden. Objekte bestehen aus diesen Datenstrukturen, die einzelnen Felder, da stehen die Eigenschaften drin, also zum Beispiel die Eigenschaft Name. Diese Dinger hier, diese Objekte, die sind einerseits eine Datenstruktur und andererseits Methoden, mit denen man die ändern kann. Die Methode resizeTo, die nimmt das Fenster und trägt in die Breite und in die Höhe, in diese Attribute des Objektes andere Zahlen ein
und der Brausatz macht dann das Fenster entsprechend größer und kleiner. Hier habe ich den Namen geändert. Ne? Und naja, diese Eigenschaften, hat das einen Namen oder nicht? Na, da muss man eben den Namen von der Datenstruktur, von dem Objekt, Fenster, die Felder, die muss man kennen. Und wenn man diese Felder kennt, dann kann man die auf diese Weise beeinflussen, beziehungsweise vielleicht gibt es auch Methoden, damit man die manipulieren kann. Es gibt auch natürlich eine Methode Print, die man an ein Fenster schicken kann. Also ein Fenster.print würde das dann auf dem Drucker erscheinen lassen. Das, was ich da eben, was Sie im Fenster sehen. Hier stehen noch ein paar andere solche Funktionen. Welche es gibt, welche Methoden die fertigen Objekte, die Sie hier haben, das muss man in irgendeiner Referenz nachsehen und da empfehle ich Ihnen wieder dieses Self-HTML. Da steht's. Auf den Seiten vom Self-HTML. Dann gucken wir mal. Eieiei. So, da haben wir Window. Das, was ich eben, habe ich eben ja eins gemacht, ne? Mit der Methode Window Open macht man so ein neues Fenster. Da sagt man diesem Objekt mit Open, so, jetzt will ich eins haben. Und dann kriegt man so einen Zeiger zurück. Und jetzt kann man davon Eigenschaften verändern von diesem Fenster. Beispiel Name oder Menübar, da kann ich was eintragen in die Menüleiste vom Fenster. Sie sehen schon hier PageX Offset, da gibt es also auch was, da kann man den Ursprung, den Koordinatenursprung verschieben. Die Scrollbars, na, gucken wir mal, was es da gibt. Hier ist dann gleich wieder ein Beispiel, ne? Das ist eigentlich super, das Self-HTML. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich es mir angucke, das ist eine tolle Dokumentation. Hier, if neues Fenster, das wir hier oben gemacht haben, wenn es ein Scrollbar hat und wenn wenn das Visible auf False steht, dann macht das hier zu und hier unten, naja, auch noch was. Naja, wenn es keinen Scrollbar kriegt, wenn es keinen Scrollbar gekriegt hat, dann sagen wir hier, das geht nicht. Hier bei Scrollbar steht drin, ob es haben kann oder nicht. Hier stehen noch die Erklärungen. Also hier gibt es dann noch viele Methoden. Hier steht auch diese Methode Print, die ich schon erwähnt habe. Und so weiter. Jetzt gehen wir noch eins zurück zu der Objektreferenz. Sie sehen, es gibt eine ganze Menge solcher Objekte, insbesondere auch das Document, das, was wir im Anzeigefenster sehen. Aber hier Array gibt es auch noch und noch eine ganze Menge weitere Sachen. Ja, Math gibt es auch. Jetzt wieder zurück hier in mein Buch. Also, es gibt eine ganze Menge interessante Objekte und diese Objekte verkleiden Funktionen des Browsers. Und wenn wir diese Objekte ansprechen, hier machen wir eins, so ein Objekt mit window.open. Die normale Art, so ein Objekt zu machen, ist Variable ein Objekt, hier wird es deklariert und hier
sagen wir new und da hinten kommt dann der Name von dem Objekt, dann macht er das. Wir können auch selber Objekte für uns neu definieren. Im JavaScript, wenn man es denn braucht. Aber in der Regel, die meisten JavaScripte, die man so macht, beschäftigen sich damit, Browserfunktionalität zu verwenden. Also diese Dinger hier, die es schon gibt, zu benutzen. Und ein bisschen was damit zu machen. Wenn Ihre Java-Applikation umfangreicher wird, dann werden Sie vielleicht auch mal selber so ein Objekt machen. Aber meistens, wie gesagt, vordefiniert im Browser, in der Umgebung, in der wir ausgeführt werden. Und weil die Browser sich alle ein bisschen unterscheiden, muss man manchmal ein bisschen aufpassen. Sie haben ja da eben diese Bemerkung gesehen, ja, im Safari ist das aber nicht ganz so. Also es gibt da kleine Unterschiede. Funktionen, wie wir es uns denken, wie wir es schon so oft besprochen haben, das ist ein Anweisungsblock mit ein paar Variablen. Und das können wir aus anderen Funktionen rufen oder eben auch aus den Event-Händlern. Und die Event-Händler, die sind das, was unsere Funktionen, unser Programm mit der User, mit dem User-Interface, mit dem HTML verbindet. Das ist ja, das, was ich Ihnen besonders ans Herz legen möchte. Das sind diese Dinger hier. Die Event-Händler. Und das ist absichtlich in Rot. Da wird das JavaScript-Programm aufgerufen. So, jetzt möchte ich noch ein paar Worte zu Ajax sagen. Ajax. Die klassische Vorgehensweise oder der klassische Datenaustausch Benutzungsweise vom Web, vom HTML, so wie es Tim Berners-Lee damals gemacht hat und wie wir es dann, sagen wir mal, 10 Jahre benutzt haben in den 90ern. Das ist, dass man am Klientenrechner sitzt und da in seinen Webbrowser eine URL eintippt. Und ja, früher musste man echt eintippen, http://, und dann www.informatik.tu-freiberg.de/index.html. Und wenn man das alles brav eingetippt hat und keinen Fehler gemacht hat, der Request ist also geschickt worden, dann ist eine Response angekommen. Und dann kam eine HTML-Seite und die hat man dann angucken können. Und in der Zwischenzeit, vom Abschicken bis die HTML-Seite gekommen ist und angezeigt worden ist, konnte man nichts machen außer warten. Da konnte man einen weißen Bildschirm angucken. Also dann lesen wir hier und irgendwann, nach reiflicher Überlegung und Verständnis des Textes, klicken wir hier auf den Link, ja, das ist der kleine Pfeil, und dann gibt es wieder Request, Response, in der Zwischenzeit warten und jetzt hier wieder Konsum angucken, lesen. Uns interessiert was und Klick und die Antwort. Und in der Zwischenzeit hier wieder kann man nichts machen. Und das hat dazu geführt, dass man natürlich als Benutzer, wenn der Bildschirm groß genug war, gleich ein paar Webseiten hingelegt hat und wenn da links gewartet wird, dann kann man ja da in der Mitte oder rechts weiter surfen. Man wird sich ja schließlich hier und hier und hier unterhalten. Und wenn man das so richtig multiplext, ne, kann man mehrere Webseiten gleichzeitig angucken. Ob das jetzt richtig sinnvoll ist. Das ist genauso wie im Werbeblock beim Fernsehen mal ein anderes Programm angucken zwischendrin. Also das ist die klassische Metapher. Heutzutage ist es anders mit dem Ajax. Da haben wir wieder hier den Klienten und der kann mit so einem GET-Request hier vom Server, da habe ich das Festplattensymbol hingezeichnet, hier eine URL eintippen und dann kommt die zurück. In diesem Dokument, was da zurückkommt, das HTML, da steckt ein bisschen JavaScript drin, vielleicht sogar noch eine Referenz auf eine externe Datei, in der noch mehr JavaScript drin steckt. Und
paar Bilder und sowas. Und jetzt wird es dann hier angezeigt. Hier oben kann man auch noch nichts machen. Ein bisschen blöd. Jetzt läuft hier das, während wir das angucken, läuft das JavaScript. Früher, ich habe gesagt, nach reiflicher Überlegung hat man dann geklickt. Hier, naja, weil es dann eben wieder so einen ganzen Umlauf gab, wo man nichts machen konnte. Weg von der Webseite. Jedes Mal, wenn man in der Webseite geklickt hat, ja, ist man woanders hingegangen. Wenn man hier JavaScript am Laufen hat und klickt mal irgendwo auf unseren Button, der das Quadrat ausrechnet oder sonst was, auf einen Button, der ein Menü aufklappt, dann bleiben wir auf derselben Seite und wir haben nicht nur die erste Ausgabe, sondern wir haben mehrere Ausgaben und dieses Orangene soll symbolisieren, das sind lokale Ereignisse und Lokalinformationen, die da präsentiert wird. Wenn Sie beim Google Maps sind und mit dem Finger da irgendwo rumfahren, dann bedeutet das nicht, dass eine neue Webseite geholt wird, sondern es tut sich in der Webseite, in der Sie sind, ein bisschen was. Zum Beispiel leicht verschieben, nach links, nach rechts, nach oben und nach unten. Vergrößern und verkleinern, aber von demselben Ort, wo wir sind. Also, das JavaScript bedient uns hier lokal und vielleicht überlegt sich das JavaScript, ich muss noch einen Teil von der Information zusätzlich holen. Das hatte ich ja eben, wenn ich in der Karte was gemacht habe. Da wurde ja was nachgeladen. Das war jedes Mal, da haben wir dieses karierte Papier im Hintergrund gesehen und es wird was vom Server nachgeladen. Also hier schickt das JavaScript einen XML-HTTP-Request, das Ding heißt so, hier auf der anderen Seite im Server wird was geholt oder es tut sich was, irgendwie Skript ausgeführt oder sonst was. Es kommt XML zurück zum Beispiel und das JavaScript läuft hier weiter. Und jetzt kommt noch was Interessantes, jetzt mache ich was. Jetzt wird wieder so ein XML-HTTP-Request geschickt und es kommt zum Beispiel ein Bild und wieder ein HTML zurück. Aber in der Zwischenzeit, während das da im Hintergrund geholt wird von diesem XML-HTTP-Request, in der Zwischenzeit läuft dieses JavaScript hier weiter und unterhält uns am Bildschirm. Wir sehen nach wie vor was, wir können auch nach wie vor interagieren. Und das unterscheidet die klassische HTML-Webseite mit diesem Klick und dann wird was geholt und in der Zwischenzeit muss ich Däumchen drehen, von den modernen Webseiten, wo ich nach wie vor hier was machen kann, obwohl hier im Hintergrund asynchron und heimlich, nein, nicht heimlich, aber sagen wir mal lieber asynchron, was geholt wird. Und hier läuft wieder das JavaScript und reagiert auf das, was wir mit ihm so machen, mit dieser Webseite. Also hier ist insbesondere das Blaue, das sind asynchrone Requests. Asynchron bedeutet, ich klicke irgendwo, es wird im Hintergrund was geholt, aber ich kann im Vordergrund auf meinem Bildschirm trotzdem weitermachen, weiterarbeiten oder weiterlesen, die Webseite weiter genießen. Also das Programm im Browser, das ist JavaScript und natürlich die Objekte, die es dabei hat und noch solche Ajax-Libraries, weiteres JavaScript. Auf dem Server läuft natürlich eine Datenbank, da laufen Skripte, hier läuft auch so ein PHP ab, das irgendwas ausrechnet, zum Beispiel, welche Karten Sie denn jetzt brauchen bei der Vergrößerungsstufe und die dann zurückschickt, diese Server-Side-Skripte. Und die Kommunikation, die ist jetzt nicht wie hier, hinschicken, auf Antwort warten, sondern leichtgewichtig. Wir können uns auch hier mit diesen XML-HTTP-Requests in Asynchronen nur ein paar Byte holen oder vielleicht auch mehr. Aber weil es asynchron ist, ist es nach wie vor benutzbar. Wenn ich in der Google Maps-Karte bin und fahre mit dem Finger hin und her und es wird was nachgeholt und ich fahre während der die Karten, diese Bilder nachlädt, diese Kacheln aus dem Nachladen mit dem Finger in eine andere Richtung, kann ich das trotzdem tun und er lädt halt dann andere Kacheln nach. Also das Programm läuft weiter. Und das ermöglicht, das geht, weil es diese asynchronen Requests gibt. Das ist das Besondere an dem XML-HTTP-Request, über den ich dann heute Nachmittag um
4 Uhr Ihnen noch ein bisschen mehr erzähle. Wir sehen uns dann wieder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.